Hey Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon wieder zu Hause und bin das Video gerade am Schneiden. Wollte euch aber die restlichen Tage von meinem Urlaub noch zeigen. Aber ja, da ist auch nicht mehr so viel passiert. Ich glaube, die nächste Aufnahme war irgendwie mittwochs. Da waren wir dann nochmal auf dem Markt. Da habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Und dann so donnerstags, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Dann, als ich freitags mit noch Freundin unterwegs war, spiele ich euch hier eine kleine Sequenz ein. Aber da habe ich auch nicht viel gefilmt. Genau, und dann Samstag, Sonntag war ich bei uns eigentlich auch nur noch auf der Kirmes. Und ja, da habe ich auch nicht mitgefilmt. Da habe ich einfach mal das Handy auf Seite gelegt und mit Freunden und Familie ein bisschen gefeiert. Deswegen seid mir bitte nicht böse, dass dieser Vlog wieder sehr kurz ist. Wie gesagt, versuche wirklich, ich gelobe Besserung, dass ich hier endlich mal längere Vlogs mache. Der nächste, da könnt ihr euch auch drüber freuen, wird wahrscheinlich ein Reading-Vlog. Da habe ich irgendwie mal wieder Lust drauf, weil euch einfach hier nur im Leben mitzunehmen, ist irgendwie auch langweilig. Deswegen, weil es auch gerade nicht so viel passiert. Heute gehe ich auf einen Geburtstag. Heute ist nämlich auch schon der 27. September. Und genau, schneide jetzt gerade hier das Video für euch, das dann am Sonntag hochkommt, also hochgeladen wird, online kommt, wie auch immer man es sagt. Genau, und dann nächste Woche Sonntag habe ich Bock, euch einfach meine Woche mitzunehmen. Was ich so lese, meine Eindrücke von den Büchern, meine Gefühle dabei. Und ich kann euch aber auch noch nicht sagen, was ich lese, weil ich bin ein totaler Moodreader. Deswegen, das wird dann im Laufe der Woche, ich weiß, wie gesagt, ihr werdet mit mir zusammen erfahren, was ich dann nächste Woche lese, weil ich habe selber keinen Plan. Weil meistens stehe ich dann davor, greife mir ein Buch und da habe ich dann Bock drauf. Also ich kann nicht mir so TBRs oder so vorlegen. Das klappt meistens nicht. Eh nicht, weil dann stehe ich da und ich so, nee, willst du jetzt doch nicht irgendwie. Genau, deswegen, ja, jetzt seht ihr nochmal so die letzten Tage von Italien. Und ein Video, wo wir ein bisschen am Singen und Tanzen sind. Ich dachte, das lade ich euch trotzdem hoch, auch wenn das ein bisschen peinlich vielleicht ist. Aber egal, hier ist uns ja zum Glück nichts peinlich. Genau, und dann nächste Woche, ist schon mal ein kleiner Spoiler, wird es einen Reading-Vlog geben. Jetzt quatschen wir hier nicht mehr lange, sondern ja, viel Spaß beim Video. Hey ihr Lieben, heute hat auch schon der letzte Tag angebrochen und wir gehen jetzt noch auf den Markt. Gucken, ob wir ein paar Schätze finden. Und genau, dann heißt es nachher noch kurz in den Lidl ein paar Chips kaufen, die wir als Mitbringsel mitbringen. Und ja, dann heißt es nachher auch schon Koffer packen. Aber jetzt über den Markt versuche ich euch ein bisschen mitzunehmen.